Hallo, hey, moin und Abend, willkommen zu meinem 2018er Projekt Pokémon Spirit Gold. Direkt eine Kuriosität zuerst. Diesen Hack gibt es eigentlich gar nicht mehr zu bekommen. Das ist Pokémon Spirit Gold, also nicht zu verwechseln mit Pokémon Heart Gold, der normalen Version. Genau zusammen mit Soul Silver halt das Remake der zweiten Generation bildet. Ist aber eigentlich vierte Generation, also es gibt insgesamt 493 Pokémon zu fangen. Von 2010 ist die Version und Pokémon Spirit Gold ist ein sogenannter Hack. Das heißt, da hat sich jemand rangesetzt und ein paar Sachen aus dem Basisspiel, also Heart Gold, verändert. Die normale Version ist auf Englisch, auch der Hacker hat seine Spiele auf Englisch veröffentlicht, genauso wie den Nachfolger Pokémon Sacred Gold. Der ist jetzt auch noch erhältlich und auf Englisch. Das Besondere an diesem Projekt und diesem Hack ist jetzt einfach, dass das Pokémon Spirit Gold auf Deutsch ist. Und fragt mich nicht, wie ich da auf Deutsch rangekommen bin. Irgendwie gibt es das jetzt nicht mehr, vereinzelt hier und da. Es ist schon schwer, allgemein an Spirit Gold noch ranzukommen, überhaupt auf Englischem. Und ich habe das irgendwie auf Deutsch. Keine Ahnung wie, aber ich habe es. Und ich werde euch das, falls ihr da Interesse dran habt, auch hochladen und in der Videobeschreibung hier verlinken. Dann könnt ihr euch das herunterladen. Außerdem noch drei Dokumente, die ein bisschen was zu dem Hack sagt, was da verändert worden ist. Da werde ich jetzt aber auch noch drauf eingehen. Denn natürlich, wenn es ein Hack ist, dann wird er schon irgendwas anders sein als zum Grundspiel. Nämlich, das Ziel des Hackes war es einfach, diese 493 Pokémon fangbar zu machen. Das ist ja normalerweise so, dass da einige über Events aus Japan von Nintendo verteilt irgendwie nur verfügbar waren. Das ist hier nicht so. Hier kann man alle 493 Pokémon in-game bekommen. Demnach sind natürlich auch die wilden Pokémon auf den Routen anders verteilt als normalerweise. Auch haben Trainer andere Pokémon, der Schwierigkeitsgrad ist erhöht. Und gerade Arenaleiter sind schon eine ziemlich harte Nuss. Es ist nicht das erste Mal, dass ich hier Spirit Gold spiele. Ich habe bereits ein Spirit Gold Projekt. Da ist es mir leider nicht gelungen, das Spiel durchzuspielen. Ich bin relativ nah am Anfang, ja, kann man sehen, wie man will, gescheitert. Also wer Bock hat, kann sich natürlich auch das Projekt nochmal ansehen. Oder dieses zuerst und das andere. Wie machen, wie ihr wollt. Und ja, ich habe natürlich vor, dieses Mal das zu schaffen. Und nochmal eben zum Hack. Was wurde denn so verändert? Also Entwicklung zum Beispiel, sowas wie Kadabra oder Mashok, die sich eigentlich durch Tausch entwickeln, entwickeln sich hier auf einem bestimmten Level. Das macht ja auch Sinn, weil wenn man so per Emulator spielt, da ist es nicht so mit Tauschen. Man hat keinen DS oder so. Außerdem erlernen Pokémon ein wenig andere Attacken. Zum Beispiel Smetbo erlernt Sondersensor, das ist eine Psychoattacke. Die lernt es normalerweise nicht. Das ist hier so. Außerdem wurden ein paar Basiswerte verändert. Ich glaube, Smetbo war da auch betroffen. Und ein paar andere Pokémon. Das könnt ihr dem Dokument entnehmen, was ich euch da auch verlinkt habe. Was der Hacker da verändert hat. Nach eigenem Ermessen. Und was ist noch anders? Ja, eigentlich sollten ein paar Lines geändert sein. Also Text. Aber da das nur auf Englisch ist und die deutsche Version das irgendwie überpatcht hat, sehen wir da auf Deutsch leider nichts von. Da müsst ihr da schon das normale Spirit Gold spielen, obwohl ich bezweifle, dass diese paar Änderungen das wert sind. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. In diesem Projekt, auf jeden Fall in diesem Let's Play, spielen wir eine Nuzlocke-Challenge. Das heißt, Spitznamen sind Pflicht. Das heißt, nur das erste Pokémon in einem neuen Gebiet, also Höhle, Wasserroute, Grasgebiet, was weiß ich. Meistens, wenn man eine neue Route betritt oder ein neues Gebiet, dann wird das irgendwie eingeblendet. Hier Dunkelhöhle oder hier Route 30 oder was. Und daran erkennt man eigentlich immer relativ gut, dass das ein neues Gebiet ist. Auch meistens sind da auch andere Pokémon. Und da darf man immer nur das erste, was auftaucht, fangen. Das ist auch so eine Standard-Nuzlocke-Regel. Außerdem, wenn die Pokémon besiegt sind, dann sind sie tot. Da werde ich eine Box anlegen, da werden die gestorbenen Pokémon draufgetan, die dürfen nicht mehr benutzt werden. Alternativ könnte man die Pokémon auch freilassen, aber ich mache das immer mal, damit man halt einfach nochmal drauf gucken kann auf diese, ja, RIP-Box. Und ja, außerdem eine Zusatzregel zu Randomizer, und zwar ich habe keine, ja, Extrawürste, wie ich sie nenne. Ich habe keine Species Claws, das heißt, wenn mir jetzt beim ersten Mal ein Radfratz begegnet, auf Route 1 und dann auf Route 2, ja, die Routen passen jetzt nicht, aber auf Route 2 wäre wieder ein Radfratz, dann müsste ich das fangen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hingesagt habe, auch das Pokémon habe ich schon, das Pokémon habe ich schon, das Pokémon habe ich schon
Und dann begegnen mir am Ende, weiß ich nicht, 5 Pokémon, bis ich dann eins fangen kann, was ich noch nicht habe. Oder im Worst Case, ich habe alle schon, was mache ich dann? Keine Ahnung. Also die Species Clause zieht für mich nicht, auch zieht für mich keine Shinies Clause. Also für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Shiny Pokémon auftauchen sollte, ist es mir nicht gestattet, es einfach so zu fangen, wenn es nicht das erste Pokémon ist. Aber wie gesagt, ich gehe sowieso nicht davon aus, dass das passiert. Einfach, weil ich nicht solche Extra-Wurst-Regeln haben möchte. So, eine andere Zusatzherausforderung, die ich mir stelle in dem Projekt, das ist auch etwas Besonderes, das habe ich bisher erst einmal versucht. Nämlich, dass ich im Kampf keine Heil-Items benutzen darf. Was heißt keine Heil-Items, überhaupt keine Items im Kampf benutzen darf, jetzt mal abgesehen von Pokebällen so. Ich sag mal so medizinische Sachen, X-Angriff, Tränke, Paraheiler, solche Sachen. Und da gibt es eine kleine Ausnahme, nämlich bei Gegnern, die es bereits vormachen. Das heißt, wenn jetzt ein Arenaleiter, die ja auch Tränke benutzen können, der zum Beispiel, der erste Arenaleiter, einen Trank benutzt, dann darf ich auch einen Trank benutzen, aber erst nachdem er einen benutzt hat. Der Champ kann, glaube ich, 3 Tränke benutzen, beziehungsweise Top-Genesungen wären das ja dann. Dann dürfte ich jeweils, nachdem er etwas benutzt hat, auch etwas benutzen. Ja, das ist, weil die Arenaleiter halt wirklich schon so eine Art Bossfight sind und ja, ich denke, das kann ich ja ganz gut gebrauchen. Habe ich sonst etwas vergessen? Ich glaube, das war alles. Wie gesagt, ich packe euch das in die Beschreibung. Ich hoffe natürlich, ihr habt Bock, euch das Projekt anzusehen. Lasst doch hier und da mal einen Kommentar da und dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis dann, ciao, euer Quidnow.